Herzlich willkommen bei das Stadtmagazin der Talk. Wir haben heute eine Einladung bekommen von Guerilla Grössel. Ihr denkt euch jetzt Food Truck. Wo sitzen wir hier? Da habt ihr vollkommen recht. Food Truck ist eigentlich so der Ursprung, aber ich sitze jetzt heute mit der Helene da und die erzählt uns, wie es dazu kam, dass wir hier sitzen können, nämlich im Laden von euch seit April in der Lorenzer Straße in Nürnberg. Ganz genau. Wieso? Wir haben 2013 mit einem Foodtruck angefangen, haben jetzt mittlerweile vier, sind Ausbildungsbetrieb sogar mittlerweile, also haben ganz klein angefangen und ist das immer mehr geworden. Und jetzt war dann irgendwann der Laden die logische Konsequenz. Also wir haben ganz oft Leute am Truck gehabt, die gesagt haben, Mensch, mach doch nicht nur mittags, mach doch auch einen Laden, wo man abends auch mal hinkommen kann. Und dann haben wir das immer lange so als ganz kleines Nebenprojekt immer so ein bisschen beobachtet, wo es vielleicht eine Immobilie gibt. Ja, wird ja auch nicht so einfach sein. Nein, überhaupt nicht. Und dann kam eigentlich mehr das ganz zufällig, dass der Laden frei wurde, dass wir das auch rechtzeitig erfahren haben. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es. Wie seid ihr überhaupt? Also wie kommt man auf die Idee Foodtruck? Also du machst es dann mit deinem Mann zusammen? Genau. Ja, und dann sitzt man auf der Couch und sagt, Mensch, Schatz, so Foodtruck wäre geil. Oder wie? Nicht so ungefähr. Ja. wir waren beide vorher im Angestelltenverhältnis. Der Roland ist gelernter Koch. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Und wir haben immer ganz arg gegengleich gearbeitet. Also ja, klar, ich klassisch Büro, der Roland klassisch immer dann, wenn ich eigentlich frei hatte. Und dann haben wir uns irgendwann abends mal eine D-Max-Folge über Foodtrucks, ich glaube, in Los Angeles angeguckt. Da gibt es wahrscheinlich schon viel länger. Da gab es das länger und das war so eine Doku überhaupt, wie die das machen und was es da für Konzepte gibt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich eine total gute Idee, lass uns das machen. Und da war ja eigentlich so jetzt auch, da hat es so gestartet, oder? Die Szene hier in Deutschland, kann man sagen. Ja, genau. Also wir waren nicht der Erste, aber wir waren einer der Ersten. Und haben das dann am Anfang in absoluter Personal und nur wir beide und Tag und Nacht. Und ja, da kam irgendwann unser Sohn und dann ging das seinen Gang. Dann mussten Mitarbeiter kommen, weil ich nicht mehr drinstehen konnte. Und dann ist das von alleine gewachsen. Ja, und dann jetzt der Laden. Also ganz genau. Ja, schön. Und ihr habt von wann bis wann offen? Also ab Mittag. Zum Mittag. Genau. Ja, hier im Foodhouse haben wir eigentlich unter der Woche von 11 Uhr geöffnet bis 20 Uhr und Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Okay, und es ist momentan auch alles so, wie es normal auch ist. Man muss jetzt immer fragen, dank Corona. Ja, also wir hatten jetzt vorher kürzere Öffnungszeiten und haben das jetzt erst seit Juli länger geöffnet, weil jetzt einfach auch alles ein bisschen lockerer wird. Schaut mal, wie lang das dann so läuft und dann, Muss auch nicht vorreservieren, man kann einfach. Genau, man kann einfach. Okay, das ist sehr schön. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt das Essen an, weil deswegen bin ich auch da. Ich wünsche euch was, kommt auch vorbei, dann müsst ihr nicht nur zugucken, wenn ich hier esse, sondern ihr könnt selber schon probieren. In diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und ihr, bis bald. Macht's gut.